Ich freue mich als nächstes, Katja Lucker zu begrüßen vom Music Board Berlin. Du wirst uns zu Daten zur Diversität in der Popförderung erzählen. Ich bin gespannt. Dankeschön. Schönen guten Tag nochmal von mir auch. Ich finde das jetzt schon richtig spannend hier. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die ganze wichtige ökologische Debatte in den anderen Räumen stattfindet. Weil eigentlich fände ich super, wenn wir uns hier gemeinsam austauschen würden. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir in Zukunft uns da, dass es wieder so eine Competition wird. Was ist jetzt wichtiger, CO2 und Müll oder Diversität? Und meiner Ansicht nach müssen wir uns um alle diese Themen natürlich gemeinsam kümmern. Ich sage aber auch gleich, dass ich zum Thema CO2 und Müll keine Expertin bin, aber ich würde gerne schlauer werden, kann ich jetzt aber nicht, weil ich natürlich hier sein will. Genau, was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich einen Bericht gemacht. Ich will euch ein bisschen was vorher noch erzählen, worum es uns so geht als Music Board. Ich erzähle jetzt nicht nochmal, was das Music Board ist, 2013 gegründet. Ich glaube, ihr wisst es oder ihr lest es nach, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so das drängendste Thema. Aber wer das Music Board kennt, weiß, dass wir eine Organisation sind, die sich extrem versucht, mit den Themen zu beschäftigen, die hier heute in dieser Session im Fokus stehen. Das heißt, wir haben von Anfang an versucht, so divers und so barrierefrei und so inklusiv wie möglich zu sein, wissend, dass wir es nicht erreichen, noch nicht erreicht haben und dass wir lernen müssen. Und ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Themen. Und deswegen war ich vorhin auch, Entschuldigung, noch mal ein bisschen erhitzt in meiner Reaktion, weil ich einfach mir immer so stark wünsche, dass Menschen Dinge annehmen. So, ne? Also da empfehle ich immer, lest doch von zum Beispiel Tupuka Ogette oder Menschen, die sagen, wenn jemand Kritik erfährt, weil er diskriminierend war, dann nehmt doch bitte die Kritik erstmal an. Macht euch kurz darüber Gedanken und geht nicht gleich in die Abwehrhaltung. Weil das ist das, was alle Menschen, die betroffen sind von Ismen, immer wieder erleben. Erstmal die Reaktion, ah, nee, das stimmt ja nicht. Also wir haben das auch in der Musikbranche, in der Theaterbranche. Wir haben ja in Berlin auch mehrere Rassismusvorwürfe von Organisationen, Festivals und so weiter. Und die Reaktion der Menschen, denen gesagt wird, ihr diskriminiert, ist immer, nee, das stimmt nicht. Nee, und meine Leute, du, wir machen schon ganz viel oder wir haben ja Frauen im Team. So, und das ist nur ein ganz kleiner Appell, nehmt es doch erstmal an. Einmal tief durchatmen, eine Tasse Tee trinken, darüber nachdenken und sich mit Menschen darüber auseinandersetzen. Das ist das. Und deswegen ist das Thema lernende Organisation und es zur Chefinnensache machen halt einfach so wichtig. Ich sage jetzt mal, wenn Tina als Geschäftsführerin der Initiative Musik sich keine Lust hat, mit dem Thema auseinanderzusetzen, egal ob es CO2 und Müll ist oder Diversität, dann wird die Initiative Musik keine lernende Organisation sein und nicht divers agieren. Und ich glaube, das ist etwas, was uns wichtig ist. Genau, und was ist jetzt Diversität? Da komme ich gleich drauf. Die Charta der Vielfalt hat uns da irgendwie gedient und hat uns ein bisschen gesagt, also uns nicht gesagt, aber hat mal aufgelistet, worum es da eigentlich so geht. Und es sind tatsächlich es ist ein bisschen mehr als nur Frauen, wobei ich natürlich die Studie der Malisa-Stiftung auch extrem wichtig finde. Aber als, ich sage jetzt mal, weiße, privilegierte Frau und Feministin unterschreibe ich mittlerweile keine offenen Briefe mehr, an Claudia Roth zum Beispiel, wo, ich sage jetzt mal, 10 weiße Frauen fordern, dass doch jetzt 50% aller leitenden Positionen von Frauen besetzt werden sollen. Weil da einfach zu viel ausgeschlossen wird. Also ich bin bei solchen Sachen nicht dabei, weil ich mich solidarisch und als Ally fühle mit POC, mit Menschen mit Behinderung. Das heißt, das nennen wir eben wertschätzenden Umgang mit allen, die an der Gesellschaft teilhaben. Und das ist wirklich mehr als 50% Frauen. Und da zitiere ich immer gerne Elnas, die sagt, wir wollen nicht vom weißen Patriarchat ins weiße Matriarchat. Weil das kann es nicht sein. Und das sage ich euch als weiße Frau. Die Charta der Vielfalt hat mal aufgestellt, worum es hier eigentlich so geht, wenn wir über Diversität sprechen. Und da seht ihr, dass es ein bisschen mehr ist.
als eben nur Frauen, ne? Es geht um Alter, es geht natürlich um soziale Herkunft, das ist dann auch etwas, was wir euch gleich erzählen, also wen erreichen wir auch als Music Board, ne? Zum Beispiel, natürlich geht es ums Geschlecht, aber es geht eben auch um körperliche, geistige Fähigkeiten und natürlich auch um Religion und Weltanschauung, weil es bedeutet auch etwas, wenn du in deinem Team, ich sag mal, eine Jüdin hast, die Pessach feiert, bedeutet etwas, wenn du Muslime in deinem Team hast, die andere Feste feiern zum Beispiel oder andere Feiertage haben als du selbst. Das heißt, alle diese Dimensionen von Diversität sind wichtig und da kommt eben das große Stichwort Intersektionalität. Geht halt bei mir zum Beispiel nur darum, dass ich eine Frau bin und ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht als eine schwarze Frau. Da spricht man dann von Intersektionalität, weil mehrere Diversitätsmerkmale sozusagen zum Tragen kommen. Genau, das kann man sich übrigens natürlich alles auch überall holen und nachlesen und so weiter. Genau, was haben wir als Music Board gemacht? Wir haben gesagt, uns gibt es seit 2013, wir wollen gerne mal evaluieren, wen wir eigentlich erreichen mit unserer Förderung. Ne? Also ihr wisst, wir haben so ein paar Millionen, wir kriegen das Geld vom Staat und geben es zurück in die Musikbranche und wir wollen gucken, wen erreichen wir. Und ich will euch kurz noch was mit auf den Weg geben, weil wir jetzt auch so viel über Daten sprechen, was ich super wichtig finde. Wir haben in Berlin Diversity Arts Culture, die vom Berliner Senat eingesetzt wurden, um sich mal damit zu beschäftigen, wie in Berlin die Kulturinstitutionen eigentlich aufgestellt sind. Die machen eine gute Arbeit, finde ich. Und da gibt es so ein paar Fragen zum Thema Antidiskriminierung und Gleichstellung, welche Daten braucht es? Und ich lese euch das mal kurz vor, weil das ist auch dann ein Zitat und nicht von mir. Also die Selbstidentifikation. Ne? Befragte können selbst angeben, als was sie sich identifizieren. Ganz wichtig ist die freiwillige Teilnahme. In dem Moment, wo du solche Daten erhebst, ne, welche Religion gehörst du an, welches Geschlecht und so weiter, muss das natürlich freiwillig sein, weil man niemanden zwingen sollte, solche Angaben zu machen. Dann auch Aufklärung und Sinn, Aufklärung über Sinn und Zweck der Datenerhebung. Total wichtig, haben wir dann tatsächlich auch gemacht, weil natürlich sonst komische Ideen vielleicht von Menschen kommen, warum wollt ihr das wissen, welcher Religion ich angehöre? Warum wollt ihr wissen, ob ich mich selbst als Afrodeutsch bezeichne oder als Kurdischdeutsch oder als Türkischdeutsch? Und das denke ich auch, ist wichtig. Natürlich die Anonymität der Befragten, ganz wichtig. Und jetzt, super wichtiger Punkt, die Beteiligung von VertreterInnen diskriminierter Gruppen, also marginalisierter Gruppen, am Prozess der Datenerhebung. Das heißt, nicht ich als weiße Frau alleine mache mir darüber Gedanken, was gefragt wird, sondern ich nehme in mein Team Menschen aus marginalisierten Gruppen dazu, um zu schauen, ob das, wie ich eigentlich die Daten erhebe, eine gute Idee ist. Dann eben die Möglichkeit, mehrere Identitäten und Diskriminierungsgründe und Fremdzuschreibungen anzugeben und dann eben auch am Ende eine intersektionale Auswertung zu machen. Und dann natürlich immer ganz wichtig bei Daten das Prinzip der Nichtschädigung. Die Daten dürfen nicht missbraucht werden. Das sollte sich von selbst verstehen, aber tut es natürlich nicht und schon mal gar nicht überall auf der Welt. Also wir haben dann angefangen mit Gesa Birnkraut aus Hamburg, einer tollen Wissenschaftlerin, mal zu schauen, wie können wir eigentlich das Music Board, also unsere Förderung, was wir tun, evaluieren. Das ist ein ziemlich arbeitsintensiver Prozess. Und ich kann euch jetzt diesen ganzen Bericht hier vorstellen. Das würden wir sehr, sehr, sehr viel Zeit jetzt brauchen. Aber wir haben zwei Sachen mal rausgenommen, wo wir so dachten, das wäre vielleicht ganz interessant. Also natürlich, ihr wisst, wir sind von Anfang an seit 2013 sehr empowernd unterwegs. Und wir wollten natürlich wissen, kommt dieses Empowerment für Frauen, non-binäre Menschen, also jetzt mal auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit bezogen an. Und wie ihr sehen könnt, das kommt an. Das war schon mal, da haben wir so einen Haken, so einen kleinen erstmal gemacht und haben gesagt, ah, das ist ja super. Das ist Gender aller Geförderten von 2013 bis 2020. Also man muss so ungefähr sagen, 250 Menschen haben an diesen Umfragen teilgenommen. Alle, die teilgenommen haben, sind Menschen, die wir jemals gefördert haben. Alle Angaben waren freiwillig. Es gab dann auch Fokusgruppen, wo aus Jurys und Geförderten
ohne uns, also ohne das Music Board, Gespräche geführt wurden mit der Evaluatorin, damit die auch frei sprechen konnten, was auch ganz, ganz wichtig war, um ein gutes Bild zu bekommen. Und genau, wie ihr seht, 51% der Menschen, die das Music Board fördert, sind weiblich. Da dachten wir, super. Divers sind 17%. Ich möchte keine Angaben machen, 8%. Männlich habe ich vergessen, sorry. 34%. Das ist jetzt weniger, aber immerhin, weil es gab tatsächlich Vorwürfe, dass Leute gesagt haben, ihr fördert ja überhaupt gar keine Männer. Das stimmt nicht. Wir haben es belegt, ihr könnt es sehen. Also das ist etwas, was ganz gut gelaufen ist. Jetzt kommt das, was nicht gut läuft, weil wir sind selbstkritisch. Wir haben keine Angst, euch zu sagen, läuft nicht so gut. Wir sind da tatsächlich ganz offen und wir veröffentlichen solche Dinge ja auch, weil ich finde, das, was wir sozusagen falsch machen, davon könnt ihr alle lernen und davor haben wir auch keine Angst. Da seht ihr, was wir festgestellt haben und das ist jetzt etwas, wo wir direkt ansetzen wollen, um Dinge zu verändern. Also wir sind niemals angetreten, um AkademikerInnen zu fördern. Haben wir nie gesagt, wollten wir auch nie, aber wir tun es. Warum? Das müssen wir jetzt rausfinden. Wahrscheinlich, weil die Hürden, Anträge zu stellen, dann doch recht hoch sind und weil teilweise, glaube ich, marginalisierte Gruppen oder auch Menschen mit Diskriminierungserfahrungen sich nicht da hineinbegeben bei einer Stelle. Und ich glaube, wir sind schon sehr niedrigschwellig, aber trotzdem zu uns zu kommen und Förderung zu beantragen. Und ihr seht da, fast alle haben irgendwie einen akademischen Abschluss. Und ich glaube, das spricht für sich. Also muss man, glaube ich, jetzt nicht nochmal weiter erläutern. Das ist zumindest etwas, wo wir ran wollen. Und wie wollen wir da jetzt ran? Wir haben dann daraufhin, ne, aufgrund dieser Studie der Evaluation eine Strategie geschrieben, sind damit auch fleißig natürlich zu unseren Geldgebern, dem Senat gegangen, kriegen aber natürlich nicht mehr Geld, weil es kein Geld gibt. Aber wir brauchen natürlich mehr Geld, um da jetzt in die Arbeit zu gehen und Community Management zu machen. Und da kommen wir dann auch schon gleich fast zum Ende, weil das können wir nur machen mit Menschen, die wissen, wovon wir da reden. Also es macht jetzt keinen Sinn, sich schon wieder die tollsten AkademikerInnen einzukaufen, die das jetzt mit uns machen. Jetzt würde es Sinn machen, zu gucken, wen erreichen wir eben nicht, an welche Community kommen wir gar nicht ran und wie können wir das machen, so wie wir eben auch sehr gerne die Expertise von Felix zum Beispiel haben, weil Felix eben bei uns dann Workshops gibt, ne, für Menschen, die Festivals machen und Felix das eben aus seiner Sicht natürlich viel besser erzählen kann, als wenn wir das jetzt auch nur im Ansatz versuchen würden. Wir machen das übrigens in all dem, was wir so an Gremien haben. Ne? Also unsere Jurys sind so divers wie möglich besetzt. Wir haben aktuell in unserer Jury 3 Person of Color, eine Frau mit Behinderung, MusikerInnen natürlich, also die Leute, die auch verstehen, worum es da geht. Und ich würde auch immer behaupten, dass das total wichtig ist, um da irgendwie weiterzukommen. Guck mal ganz kurz auf die Uhr. Was wir wollen und fordern, wir hatten ja auch vor kurzem unsere schöne kleine Tagung Music Women Germany, wo wir auch einen 20-Punkte-Plan nochmal entwickelt haben, wenn es um Mindeststandards geht. Weil es ist ja natürlich ganz klar, dass wir nicht rumlaufen und immer nur wieder sagen, hey, es muss sich was ändern, es muss sich was ändern. Wir wollen uns schon natürlich ganz konkret einmischen und spiegeln das, was wir tun und was wir da wichtig finden, auch immer wieder an die Politik und die politischen Kräfte, weil wir wissen, dass wenn es darum geht, irgendwann auch für diese Themen Geld zu bekommen, und da geht es, ne, auch genauso um das Thema barrierefreier werden, aber auch, ich sag mal, seinen MitarbeiterInnen Workshops und Fortbildungen zu ermöglichen für diverseres Arbeiten, dann braucht es einfach Geld. Weil meistens, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, meldet sich sofort jemand und sagt, aber das kostet so viel Geld und wir haben dieses Geld nicht. Ja, das wissen wir alle. Meine Standardantwort ist, mach einen Empfang mit Sekt und Schnittchen weniger. Dann kannst du deiner Mitarbeiterin eine Fortbildung finanzieren.
diese Mindeststandards einzufordern und dann auch umzusetzen, mindestens immer da, wo öffentliches Geld fließt, denken wir, muss passieren, fängt bei den Organisationen selbst an, also bei sich als lernende Organisation, als Geschäftsführerin, Geschäftsführer, in deinem Team so zu arbeiten, mit deinen Festivals, weil nur dann funktioniert das. Ich sage jetzt mal, Marion kann jetzt hier ganz viel wollen, wenn aber Bernd und Bernd nicht mitziehen, sehr schwierig bis unmöglich. Irgendetwas in diese Richtung, worüber wir hier gerade reden, umzusetzen. Achso, das war's schon. Ich sag, will ja nichts sagen, aber es war auf die Sekunde sozusagen. Es war eine ich dachte, da käme noch eine ging, Folie, aber hey. Wahrscheinlich ging deswegen der Bildschirm auch gleich aus. Ja, so, genau. Wegen dem Countdown. Du wirst ja gleich eh noch auf dem Panel mitsitzen. Gibt es denn gerade Fragen aus dem Plenum? Tatsächlich hast du nämlich alle Fragen, die ich mir vorbereitet hätte, die ich am Schluss noch stellen wollte, einfach in deiner Präsentation beantwortet. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Welche denn zum Beispiel? Aber ich würde jetzt mal, eine habe ich noch. Welchen Tipp gibst du denn anderen Popförderinstitutionen, die jetzt sagen, ja, wir würden auch sowas gerne evaluieren wollen, aber Zeit und Geld ist halt immer so ein Problem. Also genau, wie gesagt, ne, also ja. Das ist ja das leidige große Thema, was wir immer wieder sagen. Also die Popkulturförderung bundesweit ist natürlich viel zu niedrig angelegt, ja. Ist ja klar. Ich sage jetzt mal bei den einzelnen Bundesländern. Ne? Und bei uns war das tatsächlich so, dass wir das als Teil unserer, also wir haben als Music Board eine Zielvereinbarung mit dem Senat und wir haben das ganz geschickt in die Zielvereinbarung hineingebastelt und haben gesagt, hey, das muss doch ein Ziel sein bei einer Organisation, dass wir evaluiert werden und so weiter. Und die waren total überrascht, weil eigentlich ist es so, habe ich dann wahrgenommen, Menschen wollen das gar nicht. Organisationen wollen auf gar keinen Fall eine Evaluation. Nein, bitte nicht. Warum? Wieso machen wir irgendwas falsch? Ist irgendwie was komisch? Genau, und war mir gar nicht so bewusst. Und deswegen wurde das so unglaublich gerne angenommen. Weil eine Evaluation kann natürlich auch immer bedeuten, dass was ganz Krasses dabei rauskommt. Da muss man auch damit umgehen. Ne? Und dass eine Evaluation auch sehr kritisch ausfallen kann. Und die kann man, machen natürlich auch Menschen, sie dann unter Verschluss zu halten, keine gute Idee. Das heißt, wenn man transparent mit seiner Arbeit umgeht, und das finde ich einfach ein verantwortungsvolles Arbeiten in all dem, was wir tun. Ich bin da aber auch, ich finde, das ist Steuergeld und ich finde, man hat diese Verantwortung zur Transparenz. So, und wenn du aber sagst, ich will die Evaluation und mal gucken, was dabei rauskommt und dann arbeiten wir damit, dann ist das eigentlich was total Großartiges. Ne? Also gut, bin ich in Berlin wird das so gesehen. Jetzt weiß ich nicht, wie es in Bayern gesehen oder sonst wo gesehen wird, aber das so kann man vielleicht dann auch an dieses Geld kommen, um es dann zu machen, weil es kostet tatsächlich ein bisschen was und es hat uns auch sehr viel, meine Mitarbeiterin, mich sehr viel Arbeitskraft natürlich gekostet, aber es kostet auch Geld. Genau. Aber ja. Dann hat man was, womit man sehr gut arbeiten kann. Ja. Also Beispiel geben, finde ich toll. Finde ich gut. Ich will auch gleich evaluieren.